Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Pavrot TV. Ich habe mich ein bisschen erholt, nachdem ich in der letzten Folge geweint habe. Das Nether-Portal ist zum Glück im Nether, jetzt an einem anderen Ort, so dass ich einfach jetzt hindurchgehen kann und wir können gemeinsam das Nether erforschen. Ihr habt mir ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel ein Bett stellen im Nether. Hahaha. Ha, ha. Ich habe schon gelesen, das ist eine Verarschung, aber ich habe es ja auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Das ist nicht schlimm, wenn ihr mich versucht, ein bisschen zu verkaspern. Solange das alles lustig gemeint ist, finde ich das echt in Ordnung. Und das ist eigentlich auch echt cool. Ja, was machen wir heute also? Erstmal gucke ich mir das hier an. Es sieht alles ziemlich geil aus, aber ganz ehrlich, diese Folge ist wieder einmal dem Nether gewidmet. Und jetzt geht's los. Ich bin ziemlich hungrig, sehe ich. Ach Leute, ich bin gleich wieder tot. Junge, ganz ehrlich. Okay, vergessen wir das. Die Folge wollte ich dem Nether widmen, das ist aber Quatsch. Also ich brauche von euch jetzt ehrlich nochmal ernsthafte Kommentare, wie ich mich ausrüsten muss. Hey, ich bin mir mal auf den Berg. Ich verschönere jetzt mein Schloss oben. Das ist immer gut. Ich habe ja fast nichts. Papi muss ich erstmal... Ah, Weizenkörner, das ist auch gut. Ich muss mir erstmal was... Ah, Gold, komm. Das sieht immer gut aus, wenn man mit Gold rumläuft. Nee, warte mal. Fackeln kann man auch immer gebrauchen, aber nicht so viel. Zack. So, dann kümmere ich mich jetzt eigentlich erstmal wieder um Essen. Das Feld ist... genau. Ich kann das Feld hier abbauen und einfach wieder alles neu setzen. Das werde ich jetzt auch erstmal machen. Ah, soweit nicht. Das ist ziemlich geil, dass man gleichzeitig Weizen und Setzlinge sammelt. Das ist eigentlich schon so ein unendlicher Hallo? So ein unendlicher Kreislauf, der da entsteht. Das finde ich schon mal ziemlich geil an Minecraft. Also nicht, dass man sich jetzt immer wieder neue Setzlinge sammeln muss, obwohl das auch nicht so... Das Goldschwert ist schon verbraucht. Really? Gar keine Widerstandsfähigkeit. Was aber im echten Leben auch so ist. Also es macht schon Sinn. Weil man ja eigentlich im echten Leben... ist ja Gold auch ein relativ weiches Edelmetall. So. Ja, ich habe genug Setzlinge. Kann jetzt erstmal... What? 64? Alter, ich muss das Feld hier eigentlich deutlich vergrößern. Na, erstmal setze ich alles voll und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich noch habe. Eigentlich wollte ich auch die ein oder andere Kuh heute nochmal mit euch fangen. Ja. Ah, ich mache jetzt einfach so. Ach. Brauchst so eine Hake, ne? Nicht, also nicht so eine, also ich brauche so eine Feldbearbeitungshake. Okay, aber das kann ich mir jetzt sparen. Also ich habe immer noch 27 Setzlinge, aber dieses Feld ist doch schon ganz, ganz zuckrig. Geht das auch hier? Ah ne, okay, brauchte ich drei Felder, glaube ich. Okay, ich habe jetzt noch ein bisschen... ein paar Setzlinge für Bäume, für Eichen. Die wollte ich eigentlich oben setzen. Das machen wir noch. Wir können ja auch easy chillig runterspringen. Also ab nach oben. Ich war lange nicht mehr oben. Mal gucken, was sich da so getan hat. Wenn ich da nichts mache, dann ändert sich da auch nichts. Wunder geschehen nicht in einer Map, wo ich alleine spiele. Na, viele von euch haben mich ja auch gefragt, ob ich mal auf irgendwelche öffentlichen Server gehe. Oder ob ich auch mal PvP spiele. Und ich werde das definitiv mal demnächst machen. Zwar noch nicht jetzt. Kev will mich übrigens bald wieder besuchen. Also die nächsten Folgen. Da könnte es schon wieder sein, dass der Muchacho mit dabei ist. Stelle ich mir die einfach mal. Hier ist ja eigentlich immer ganz schön. Hab hier noch.
Und dann sieht das alles ein bisschen freundlicher aus. Hier nicht, hier. Hier vielleicht. Und ich habe noch einen. Einen habe ich noch. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, dann ist das hier so ein bisschen abgegrenzt und hier willst du nicht. Wieso willst du hier nicht? Habe ich mir doch fast gedacht. Ah. Du willst Erde, wa? So, dann kümmern wir uns auch um Erde. Wow, ey, die Goldspitzhacke ist auch gleich aufgebraucht. Wie geil. Der Baum wird jetzt hier wachsen, obwohl um ihm herum einfach nur Steine ist. Minecraft-Logik. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal, wie es hier oben aussieht. Was hatte ich hier eigentlich? Nee, hier habe ich nur meine Crafting-Bench. Aber hier hatte ich doch auch eine Kiste, aber da ist nichts drin. Okay, und auch nochmal eine Crafting-Bench. Und natürlich das Bettchen, wenn Kev wieder da ist. Ah, wollte ich hier nicht auch noch weiter dran bauen? Wo war das hier? Shift. Ah, hier kann ich sogar in den See springen. Ja, nice. Aber da bin ich genau auf der anderen Seite. Es ist so geil hier. Dadurch, dass ich mir sowas gebaut habe, kann ich den Berg einfach mega easy umgehen. Zack. Achso. Das ist hier auch falsch. Wieso habe ich hier, eine Öffnung gelassen? Okay. Ich muss selber erstmal meiner Logik hinterherkommen, wenn ich länger nicht mehr hier war. Lauf, sprinte, Bro. Warte mal, wie war denn das? Nochmal F5? Yes. Wir machen das Ganze mit F5 natürlich. Yahoo! Nice. Ich glaube, der Effekt wäre noch cooler gewesen, wenn ich mich so von unten gesehen hätte. Wie sehe ich mich jetzt? Aha, so. So wäre der vielleicht noch cooler gewesen. Okay. Wieder der normale. Der normale Blickwinkel. Und jetzt will ich auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Kuh schlachten. Und wer die Folgen mit dem Kuhschlachten gesehen hat, der weiß, ich habe da immer ziemlich viel Spaß dran. Und es gibt hier noch einiges an Höhlen zu erforschen. Ich habe ja alles soweit markiert. Hier einmal. Da hinten gab es noch was Riesiges. Also wahnsinnig. Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird es bald ja fast schon wieder Nacht. Und das Ding ist, ihr kennt mich, Leute. Ich gehe jetzt schon wieder los, schlachte irgendwo Kühe und dann heißt es, ich habe mich wieder verlaufen, helft mir. Boah, Sonnenuntergang. I love it. Boah, guckt euch das mal an, wie das Wasser sich spiegelt. Ein Schweinchen! Egal. Schweinchen! Oink, 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 oink. Oink, oink. Oink, oink. Ich komme. Hallo, ihr lieben Schweinchen. Oh, ein Baumkletterschweinchen. Hallo. Komm ran. Die sind aber ganz schön flink hier zwischen den Bäumen. Papi hat Fleisch. Ich muss aufpassen, weil es gleich Nacht wird. So viel muss ich ja jetzt auch gar nicht sammeln. Hier nochmal. Oh, oh, sieht mir schon ziemlich nächtlich aus. Nicht, dass das gleich hier Zombie-Schweine werden. Jo, mit der Faust. Ich erlege euch mit der Faust. Wow, hier. Das wird mir zu dunkel. Das wird mir gerade echt zu dunkel. Schnell ab zum See. Genau, hier bin ich rüber. Hier bin ich rüber und dann müsste da doch wieder mein Bettchen, mein Häuschen sein. Komm schon, Papi. Lass dich nicht von irgendwelchen Monstern wieder töten und verliere nicht wieder alles. Hier kann ich hoch. Kann ich hier hoch? Komm schon, ich muss hier einfach nur irgendwie hoch. What the heck? Eine schöne Begrüßung. Ja. Na klar, ich bin tot. Ich bin tot.
Ihr verdammten Arschviecher. So, nochmal. Ich gehe da jetzt aber wieder hin. Müsste ja eigentlich klappen. Ich weiß ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher, wo ich gerade stand. Hallo, es ist morgens. Du sollst dich verziehen. Scheißvieh. So, die verbrennen langs... verbrennen nicht wirklich. Oder doch, klar, die verbrennen ja in der Sonne. Also hier rüber. Und dann müsste das eigentlich gleich irgendwo die Stelle sein, an der ich gerade gestorben bin. Sollte eigentlich leicht zu erkennen sein, oder? Ja, da hinten. Da habe ich mich doch irgendwie hochgebaut. Was ist das denn für einer? Junge, der ist ja schneller als der Wirbelwind. Und wieso macht der nichts? What the heck? So, hier habe ich alles. Hey, wo ist denn der Rest meiner Sachen? Hallo? Ich hatte... Ja, hier. Fleisch, Setzlinge. Wo ist das Weizen? Ihr habt das Weizen noch nicht. Weizen? Hallo? Wieso? Wo ist mein Weizen hin? Ich habe jetzt nicht umsonst 285.000 Stück Weizen gesammelt, oder? Ey, der hat mich doch genau hier getötet. Muss doch hier auch das Weizen irgendwo sein, oder nicht? Leute? Helft mir. Da unten ist es gestorben, nice. Wo ist das Weizen hin? Ey, was soll das? Ey, komm. Boom, 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 boom. Mit einer Fackel wirst du verkohlt. Diese Schweinesounds. Hallo Schweinchen. Mensch, was hast du denn für ein großes Ohr? Hallo? So Leute, das war's jetzt aber auch erstmal für diese Folge. Ihr könnt mir bitte in die Kommentare noch schreiben, wo mein Weizen geblieben ist. Weil genau wenn ich die Folge jetzt beende, könnt ihr es mir noch schreiben. Und dann sind ja diese 5 Minuten Zeitfenster in-game, die ich habe, um hier irgendwie mein Material zu finden. Also vielleicht findet ihr das Weizen für mich. Vielleicht wisst ihr, wo ich jetzt hier schauen muss. Und erstmal töte ich noch dieses kleine Vieh. Alter, wie... Was sind das? Speedy Gonzales oder was? Wow. Schnellste Maus von Mexiko. Das ist ja Wahnsinn. Das Ding ist, die greifen mich aber irgendwie nicht aggressiv an. Und genau so einer hat mein Weizen geklaut. Also Leute, helft mir. Wo ist mein Weizen? Ich danke euch fürs Zuschauen. Das sollte eigentlich eine Folge fürs Nether sein. Aber auch bei dem Nether brauche ich auf jeden Fall noch Hilfe. Ich muss mich da mega ausrüsten. Muss also wahrscheinlich echt nochmal in ein Höhlensystem runter. Muss nochmal Rohstoffe sammeln, Eisen. Also schreibt mir wirklich die perfekte Ausrüstung. Und dann bin ich die nächsten Folgen wieder im Nether. Wie gesagt, Kev schaut demnächst mal wieder vorbei. Ich bin euer Powerwort, ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.